angekommen und hat gesagt, die haben jetzt einen Einsatz. Dorse sitzt jetzt da hinten. So, meine lieben Freunde, wir losen den Gewinner für die 100 Euro Paysafe-Guthaben-Card aus. Und ja, was im Umkehrschluss 3600 Pilze für jemanden von euch da draußen bedeutet. Vielen lieben Dank auf jeden Fall wieder für die ganzen zahlreichen Teilnahmen. Und ja, deswegen würde ich sagen, es kann leider immer nur einer gewinnen. Aber es war auf jeden Fall natürlich nicht das letzte Giveaway. Wir kopieren die URL so wie immer, fügen sie hier ein. Und ja, Duplikate sind natürlich wie immer nicht erlaubt. Das heißt, falls ihr mehrere Kommentare abgegeben habt, zählt ihr trotzdem nur als ein User, der teilnimmt. Ja, und deswegen würde ich mal sagen, let's go. Wir laden die Kommentare rein. 602 waren es gewesen. Mal gucken, wer doppelt geschrieben hat und wie viele es am Ende des Tages geworden sind. Und es sind, ja, 516, okay, es waren auf jeden Fall einige dabei, die öfter mal versucht haben teilzunehmen. Das wird immer gefiltert, ja, also mehrfach Teilnahme lohnt sich nicht, weil ihr als einen User zählt. Ansonsten könnt ihr euch natürlich, ja, da einen Vorteil verschaffen und das natürlich unfair den anderen Leuten gegenüber. Deswegen würde ich sagen, wir losen den Gewinner aus in 3, 2, 1, go. Und gewonnen hat der Karl Knipfer. 2135. Mal wieder eine super Aktion. Vielen Dank und viel Glück uns allen. Herzlichen Glückwunsch an dich an der Stelle. Bitte melde dich bei mir auf Instagram oder Discord, was dir lieber ist. Dann führen wir noch eine kleine Kontrolle durch, ob du das denn auch wirklich bist. Und ja, herzlichen Glückwunsch an dich. Du hast einen 100 Euro Paysafe Card, eine Paysafe Card gewonnen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es ist endlich soweit. Die internationale Hall of Fame hat sich heute endlich mal aktualisiert, damit wir auch mal sehen können, was passiert, wenn die zwei stärksten Fusionsgilden momentan gerade aufeinandertreffen und gegeneinander kämpfen. Ja, die letzten Tage hat die EHOF leider rumgesponnen. Leider ist das Feature auch wirklich nicht gut ausgebaut. Ja, gerade jetzt zu den Serverfusionen ist es halt sehr interessant, wo sich sehr viele neue Zusammenschlüsse tun. Wenn diese dann auch trotzdem noch serverübergreifend gegen andere starke Gilden kämpfen, um sich dann halt eben zu messen. Ja, und das ist jetzt passiert. Und da gehen wir jetzt auch sofort gleich rein. Den Kampf gucken wir uns an und kurz vorher aber nochmal auf unserem lokalen F9-Server. Da haben wir mit Celtic gegen Last Dawn gekämpft. Letztes Mal hat Last Dawn uns angegriffen und hat verloren. Diesmal haben wir Last Dawn angegriffen. Das heißt, diesmal sind wir in der Angreiferrolle. Ich skippe hier mal nebenbei so ein bisschen durch. Und ja, deswegen sind bei uns diesmal 47 Leute von 50 gemeldet, also drei haben leider nicht teilgenommen, ja, was natürlich sehr schade ist, aber ja, ich meine, es war auf jeden Fall trotzdem ein sehr knapper Kampf gewesen. Ihr habt es ja schon gesehen in der ja, Post, wie, ja, welche Farbe der Kampf hatte, deswegen wisst ihr ja schon Bescheid. Auf jeden Fall, ja, wir haben ihn halt eben, ne, ganz knapp gewonnen, sag ich mal. Aber hätten wir das Pilzkatapult nicht geladen, dann wäre der Kampf, glaube ich, ja, vielleicht anders ausgegangen. So, der Smudo, unser starker Krieger hier, der ja, teilt hier auf jeden Fall gut Schaden aus. Jetzt komme ich hier an der Reihe. Ja, mal gucken, ich weiß gar nicht mehr, wie meine Performance war. Einen habe ich mitgenommen. Teile ich hier noch einen Crit aus irgendwie? Nee, leider nicht mehr. Den habe ich aber noch überlebt und nehme noch einen mit und teile noch einen normalen Hit aus gegen Duke. Okay, und damit hat Morda-E hier, ja, den letzten auch weggeschreddert. Ja, also mit oder ohne Katapult, ich glaube, den hätten wir auch trotzdem so gewonnen, aber es war auf jeden Fall sehr lucky. Ne, das muss man schon sagen. Und ist es natürlich jetzt auch immer riskant, Last Dawn anzugreifen, weil die natürlich auch ja, etwa gleich stark sind. Und wenn wir halt verlieren, bekommen wir halt die XP nicht. Und das ist halt eben, sag ich mal, das Risiko, wenn man halt eben eine gleich starke Gilde angreift. Deswegen sieht man das oft, dass die Top-Gilden sich nicht untereinander angreifen, sondern etwas weiter unterliegende Gilden, weil dann das Risiko ja, minimiert ist und sie die safen XP-Punkte mit nach Hause nehmen können.
Das ist eigentlich so der Grund. Ja, dann gehen wir jetzt noch rein, und zwar in die internationale Ehrenhalle. Ihr seht es bereits schon, Horizon ist auf Platz 1 weltweit und dahinter die Endgegner. Sie haben gegeneinander gekämpft und ja, F8 gegen F9, die momentan gerade stärksten Gilden. Man muss dazu aber auch sagen, dass halt auf F8 noch eine weitere sehr starke Gilde im Moment sich halt gegründet hat, und zwar Gods of Light. Das haben wir ja die letzten Videos auch behandelt, und da muss man natürlich auch sagen, gerade gestern das Video, was wir mit Chris zusammen gedreht haben, ne, wo er Stufe 700 geworden ist, da hatte er uns ja mal interne Kämpfe gezeigt von Endgegner gegen Gods of Light. Das sieht man halt eben nicht hier in der internationalen Hall of Fame, weil das ja lokal, serverlokale Kämpfe sind gegeneinander um Platz 1, ja, um halt eben in der EHOF gegen andere zu kämpfen. So, deswegen, es kann auch sein, dass mal die Gods gegen Horizon kämpfen, werden die mal auf Platz 1 stehen, weil die ungefähr gleich stark sind. Wir haben zwei Kämpfe gesehen gestern im Video gegen Gods, Endgegner gegen Gods, und da hat wirklich jeweils immer nur noch ein einziger Treffer gefehlt. Und deswegen war das wirklich schon sehr, sehr knapp gewesen. Das muss man einfach so sagen. Also die auch komplett auf Augenhöhe. Deswegen würde ich sagen, Horizon, Endgegner, Gods of Light sind ungefähr alle, ja, circa gleich stark, kann man so sagen. Und sind momentan die drei stärksten Gilden, die wir im Moment haben. Aber jetzt hat das erste Mal halt eben Horizon, unser F9-Vertreter, sag ich mal, gegen Endgegner F8 gebattelt. Und ja, den Kampf, den schauen wir uns natürlich an. Das sind die Giganten der Shake-Szene. Das muss man einfach so sagen. Die stärksten Leute kämpfen hier gegeneinander. Natürlich gibt es auch noch viele, viele weitere, aber das sind jetzt momentan gerade die stärksten gebündelt in einer Gilde. Und deswegen, ich bin noch sehr gespannt darauf, wenn S1 bis S4 und anderweitige Server auch noch fusionieren, weil dann haben wir ja nochmal ein ganz anderes Kaliber an Spielern. Mal gucken, was auf jeden Fall da passieren wird, ne? Aber hier haben wir auch schon sehr, sehr, sehr starke Spieler am Start, und ja, der Level-Durchschnitt der jeweiligen Gilden ist absolut krank. Horizon auf der linken Seite, Endgegner auf der rechten. Und gerade umso weiter wir uns durchklickern hier, umso mehr Namen sind da natürlich auch am Start, die man kennt. Und Legenden, die wir auch teils auch schon hier auf dem Kanal hatten, ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr krass. Hier haben wir Basi. Gut, der wurde gnadenlos weggekrittet hier, ja. Und dann klicken wir auch hier weiter durch. Ihr seht auch so, jetzt ist hier gerade der 22. gegen den 27. Ist noch ein bisschen, ja, also pendelt sich noch so ein bisschen ein. Ich hatte den Kampf mir auch schon angeguckt, ist auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr knapp. Und ja, die letzten, beziehungsweise die stärksten Spieler in der Gilde, die machen auch den größten Anteil aus, sag ich mal, an Damage, der gedealt wird, und ja, den Power Impact, den sie in der Gilde haben, so an sich, ne? Hier haben wir zum Beispiel den Scythe, ja, und mit Stufe 680 hier auf Platz 33, glaube ich, gerade so, ne? Ist natürlich vom Level her nicht so hoch, aber es ist auch ein extrem stark gespielter Magier, ne? Und deswegen haben wir hier sehr viele kranke Leute am Start. Hier Uran von F9 sehe ich öfter in der Ehrenhalle. Bei mir kämpfe ich öfter gegen ihn. Habe ich natürlich auch nicht viele Chancen. Ihr seht die Statpunkte eben, die sind natürlich noch deutlich, deutlich krasser als bei mir momentan noch gerade. Und ja, hier haben wir auf der rechten Seite, kommen jetzt so langsam auch die Brecher hier rein. Wir haben hier einen W70, wir haben hier einen Dein Nachbar, der gleich rankommt. Wir haben hier einen Bresel. Wir haben hier einen Igniel, einen Ormel, so, das sind alles ultra starke Accounts, und ja, werden mal gucken, ne? Falls ihr den Kampf schon gesehen habt, dann wisst ihr ja, wie er ausgeht. Falls nicht, spoilere ich natürlich jetzt nicht. Das sind extrem starke Accounts hier, die ja, natürlich großes Potenzial haben, hier das Blatt nochmal zu wenden. Aber auf der linken Seite haben wir auch noch sehr starke Accounts. Umbums ist auch einer der stärksten von F9. Im Moment gerade Friedbert Ote auch stark. Natürlich auch hier Akten Notu. Den Namen kannte ich aber vorher noch nicht so, muss ich sagen.
Ja, man kann ja auch nicht immer jeden kennen, aber das ist schon krass, was hier vertreten ist. Hier W70, hier kommt direkt dein Nachbar hinterher. Guckt euch einfach mal die Stat-Punkte von deinem Nachbar an. Das ist doch wirklich absolut krank. So, ne? Also das ist schon, ja, wirklich Endstufe hier. Ja, das sind die Endgegner, ne? So heißen sie ja auch. So, dann haben wir den Briesel, auch, ne, ziemlich Glass kennen, aber ja, als Magier kann man das auf jeden Fall gut machen. Haut hier Schaden raus. Gut, kann natürlich auch weggekrittet werden. Dann haben wir den Ignil hier mit einer soliden 50-50 Skillung am Start, der auch bald die doppelten 400.000er Stats hat auf Stufe 700. Ne? Das ist auf jeden Fall auch krass. Okay, wir haben einen Krieger gegen Krieger Battle. Da machen wir mal auf doppelte Geschwindigkeit hier. Ne? Das kann sich manchmal echt rauszögern, je nachdem, wie oft sie die Schilde heben. Und dann haben wir hier den letzten Umbums, ne, von Horizon, der allerletzte gegen Ignil und Ormel. Und mal gucken, ob, ja, im Moment sieht es gut aus für Endgegner. Der Chris haut hier noch ein bisschen Schaden raus gegen Umbums. Und dann haben wir hier Ormel als Magier. Aber der wurde einfach komplett zerstört, einfach komplett weggekrittet hier. Und ja, das war das erste Aufeinandertreffen der Giganten, kann man so sagen, der Shakes and Fidget-Szene. Ne? Natürlich, wie gesagt, immer noch neben vielen anderen starken Gilden, die nicht im Moment hier vertreten sind. Gods of Light, wie gesagt, auf F8. Und ne, natürlich nach wie vor S1, S2, S3, S4, DE und noch die ganzen anderen Server, die dazukommen. Ja, ich bin da sehr gespannt drauf, ob das nochmal alles so ein bisschen über den Haufen wirft. Und ja, das ist aber erstmal soweit der Zwischenstand hier. Also Horizon sichert sich hier die Spitze auf ja, weltweit momentan gerade. GG an der Stelle, war ein sehr guter erster Fight gewesen. Und ja, wie gesagt, es geht gerade momentan wirklich ab in der Shakes and Fidget Szene. Ne? Die ganzen Serverfusionen sorgen wirklich für sehr frischen Wind und sehr viel Dynamik. Und es ist auf jeden Fall sehr spannend, das Ganze zu beobachten, wie die ganzen Mega-Gilden gegeneinander kämpfen, ob sich noch weitere Mega-Gilden in Zukunft gründen werden. Und ja, mal gucken, werden wir alles nachverfolgen. Ne? Das war es erstmal soweit für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.